Wank. Hallo und willkommen zurück. NASL Road to Frankfurt. Dieses Mal sind nur noch 16 Teams übrig. Beziehungsweise wahrscheinlich noch gerade ein bisschen mehr, weil es geht früh los. Gartenpartei hatte einen Death-Win vorher. Last Reflection sind früh fertig geworden, haben gestompt. Von daher geht's jetzt hier los. Last Reflection, deutsches Team gegen Gartenpartei, österreichisches Team. Österreich gegen Deutschland, historisches Matchup. Wait, nein. Und ja. Schauen wir mal, wie das geht. Last Reflection haben wir letztens Game schon gesehen. Sehr schönes Play. Schönes Movement. Gutes Farm. Supports sind rotiert. Haben Gains gemacht. Sie haben das Rohstein rausgesmoked. Das ist für mich immer ein Pluspunkt. Würde ich immer gerne machen. Kriege ich immer nie hin in meinen Pubs. Oder in meinen Fünfern. Von daher halte ich viel von denen. Gartenpartei. Bisher halt noch nichts von gesehen. Hatten gerade keinen Opponent, weil es sind 28 Teams registriert. Dementsprechend haben 4 Teams in diesen Qualifiers eben das Glück, im ersten keinen Gegner zu haben und einen direkten Death-Win zu bekommen. Und daher schauen wir uns da mal an, wie das laufen wird. Aber die Bans zeugen schon mal von viel Skill. Wir haben den Treubahn und den Juggernaut-Bann. Aches und Void sind von Last Reflection rausgenommen. Void, ja, will man halt nicht mehr dealen müssen wahrscheinlich. Tidehunter wieder, mal schauen, ob Last Reflection dasselbe Lineup wie letztes Mal gehen. Okay, Venge for Spirit ist weg. Aber Gartenpartei, Venge und Silencer tatsächlich. Haben anscheinend das letzte Spiel gesehen von Last Reflection und denken sich, okay, die machen Teamfight, also picken wir einfach einen Silencer. Dass sie halt irgendwas anderes picken müssen. Könnte zumindest so eine Idee davon sein. Oder halt zu viel reininterpretiert. Tja, Tidehunter für Last Reflection gegen Silencer, wenn Silencer wird auf der Safe Lane stehen, wahrscheinlich. Als Mitte kann man ihn spielen, aber weiß ich nicht. Kommt auf den Gegner an, von daher wird er wahrscheinlich auf der Safe Lane sein. Tja, wenn er carried oder wenn er Support ist, wird Tidehunter ja keine schöne Zeit haben. Silencer ist sehr, sehr eklig gegen zu spielen mit fast allem, was man haben kann. Und ja. Da wird dieses Mal wahrscheinlich der Sleepy Zephyros nicht so eine schöne Zeit haben wie letztes Mal. Scarlet Mage ist aber die zweite Pick von Last Reflection. Problems in Silence und außerdem, keine Ahnung, Magical Damage gegen Silencer. Ja. Trotzdem aber ein Support, der tatsächlich recht viel castet und im Global Silence auch useless ist. Weiß ich nicht, ob das so der Weg to go ist. Alternativen. Ja, wären vielleicht Ogre, weil er es noch länger belebt. Aber andererseits soll sich vom Silencer vielleicht auch nicht so ganz unterbuttern lassen hier. Ja, Global Silence, ja, es ist stark. Aber es ist halt auch nur einmal alle N Sekunden. Wobei N eine recht große Zahl ist. Okay, ich guck nach. Mann. Ja, 130 Sekunden. Always. Von daher, klar, es ist ein Teamfight-Lineup. Die Ravage sieht ähnlich aus. Aber wenn sie baiten können, wenn sie irgendwas anderes tun können. Scarlet Mage ist halt auch abseits vom Teamfight gut in Pickoffs und genau dafür haben sie ihn wahrscheinlich auch gepickt. Invoker gebannt und Slark gebannt. Mal schauen, ob wir hier noch ein Bann, was haben wir jetzt üblichen Bans noch? Nichts, was mir jetzt direkt einfällt. Müssen wir schauen. Gartenpartei haben bisher noch kein wirkliches Liner fertig. Last Reflection, weiß ich nicht, da könnte man jetzt so Dinge wie Legion oder sowas gegen bannen, so einfache Kombos mit Skyrath Mage. Würde mir jetzt direkt noch Legion einfallen, weil Void schon raus ist. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, noch ein einfacher 2-Sekunden-Stun ist halt auch genug, um die komplette Duration reinzupratzen. Und wenn man ein bisschen Absprache hat, kann man auch schon vor dem Stun anfangen und dann eben im Ulti-Stun. Geht halt auch noch. Death Prophet ist der Bann hier. Halt nicht den großen Teamfight-Roll zu haben, dass sie einfach überrannt werden können im Teamfight und gegen Exorcism halt nicht fighten können, weil erstens in Exorcism zu fighten ist böse und zweitens dann kommt noch der Global Silence. Das ist halt auch so eine Sache. Wobei tatsächlich der Global Silence gar nicht so scary ist hier. Wenn Last Reflection den Jump bekommen, wenn sie den Initiation haben, Tidehunter springt rein, Ravage. Das ist schwierig, R zu drücken. Wenn er halt da, Silence da nicht 100% on point ist, dann, naja, dann könnte es böse enden. Und besonders halt Scarlet Mage. Ravage kommt rein, Scarlet Mage direkt Mystic Flare, direkt auf den Silencer. Und den halt schon früh aus dem Spiel rausnehmen. Könnte hier durchaus eine gute Strategie für Last Reflection sein. Deshalb hat auch die Legion einfach Blink und Duel auf den. Und dann haben sie kein Global Silence und Titan kann halt einfach reinkommen, sobald sie halt gut stehen. Müssen halt alle auf die Legion gehen, müssen sie disablen, wie auch immer. Tidehunter kommt rein, Ravage.
dann können sie halt weiter fighten. Sollte eigentlich eine gute Möglichkeit hier sein. Mal schauen, ob Last Refraction mit der Legion geht. Anti-Mage auf jeden Fall ist da raus. Wäre auch ein guter Pick gewesen. Legion und Anti-Mage könnte man gut durchaus zusammen spielen. Aber generell, mal schauen, was Gartenpartei noch so pickt. Und ob es ein Carry-Silencer wird. Wahrscheinlich nicht. Gartenpartei. Gab's nochmal ne, irgendwas. Eine Kinderarbeitspartei hätte irgendwie einen Parteiwerbespot im Garten gehabt, deshalb kommt mir das vor. Morphling. Mal schauen, ob es ein Support-Morphling wird oder ein Carry-Morphling. So much Support-Morphling gesehen. Das haben wir jetzt bisher ein Spiel gesehen mit Morphling nur. Wraith vs. Regal hatten das getan. Und damit richtig abgegangen. Seitdem habe ich ihn auch öfters mal gepickt und habe halt auch eine 100% Winrate bisher mit Morphling. Morphling hat. Also es macht einfach ultra viel Spaß, einen 4,25 Sekunden Standard einfach raus 200 Support und einen Escape zu haben und 1800 Leben zu haben und einen gegnerischen Carry duplizieren zu können, der auch nur Damage macht. Es bockt einfach. Und daher mal schauen. Aber ein Morphling Carry ist natürlich auch nicht zu verachten, denn hey, naja, hast du einen Shotgun. Und ein Skyrath Mage ist damit ein Insta-Kill. Tidehunter kann ein bisschen was tun, aber du kannst halt weiter hochmorphen. Und dann, ja, mal schauen. Aber es sieht so aus, als ob es ein Carry-Morphling wird. Sand King, Venture Spirit und ein Carry-Silencer. Das ist so bisher das, was Gartenpartei eigentlich vorhaben. Nix Assassin für Last Refraction. Nix. Venture gut, Sand King gut. Silencer kann er eigentlich auch pick-offen. Hat ziemlich viel Mana und ziemlich viel Intelligence. Nix Assassin ist hier ziemlich guter Pick. Außerdem halt für Sand King zu scouten oder sowas. Besonders in den Early Stages ganz gut, wo noch keine Gems oder Sentries stehen. Je nachdem, wie Gartenpartei da aufgestellt sind, wie viele Sentries da haben. Ob sie halt gerade in Gebiete pushen, wo sie noch keine Sentries haben oder sowas. Mal schauen. Viper, der nächste Pick. Sehr tanky. Trotzdem wird das eine Viper-Mitte sein. Und tatsächlich ein Support-Nyx ist es denn. Achso, ja, stimmt. Support-Nyx. Habe ich bisher nicht so Gutes von gesehen. Sie könnten natürlich auch Viper-Safe-Lane farmen und Nyx in die Mitte stellen. Aber wahrscheinlich, es könnte sogar ein Morph mit, ja, es wird eigentlich wahrscheinlich ein Morph Mitte, Silencer Carry und noch was für die Offlane. Aber ja, Gartenpartei ist Lineup, ist ein super Lineup, super stabil. Blast Reflection bin ich mir unsicher. Nyx Assassin ist meines Erachtens am besten auf der Offlane selbst, wenn er halt den Space bekommt und halt auch Farm und wenn er einfach genug hat, um halt auch Solo-Kids auf der Map zu holen und einfach zu roamen und Space zu createn. Als Support ist es halt einfach nicht der Fall. Hat er zu wenig. Tja. Last Reflection braucht noch einen Hard Carry jetzt. Müssen sich überlegen, ohne Anti-Mage. Was sie da machen wollen, ist auf jeden Fall irgendwas, was Morphling im Late-Game aufholen kann. Allerdings, ja. Epicenter, Morphling und ein Silencer Carry ist doch im Late-Game eine sehr schwierige Sache. Ich glaube, da werden sie jetzt erstmal. Ja, mit Game Lineup machen, sowas wie mit einem Terrorblade, vielleicht sogar ein Lightning hier picken. Und dann halt versuchen, das Spiel zu schnell zu beenden und halt Morphling kein Space zu geben. Sollte wahrscheinlich hier die Wahl sein. Bristleback noch gebannt. Es würde zumindest damit passen, dass sie halt keinen tankigen Helden haben, der irgendwie im Midgame was tun kann. Aber ansonsten für die Offlane, weiß ich nicht. Ja. Cent ist da, Glock ist da, vielleicht auch irgendwas Greedier-mäßiges in Sachen Carry. Könnten sie doch durchmachen. Und ein Phoenix, ja. Super Wahl für Midgame. Denn gerade Midgame ist ein bisschen wenig los. Und da ist der Phoenix eine ziemlich gute Wahl dagegen. Aber ich hätte auch einen Blizzleback gebannt. Ein Phoenix, ja. Phoenix kann gut sein, allerdings gibt es halt wenige Situationen, wo der Phoenix halt wirklich abgeht. Oder wenige Spiele. Situationen jetzt ziemlich viele. Phoenix ist ein cooler Held. Hat sehr schnell einen Peak. Fällt dann halt sehr schnell wieder ab. Aber der Peak ist halt, wie ich es bisher sehe, genau dann, wann Last Reflection halt gerade ihr Hoch haben und gerade halt wirklich einen Push machen wollen. Mal schauen, ob sie immer noch mit dem Lightning gehen wollen, der hier eine gute Wahl wäre. Mit Phoenix, Sand King. Ja, so viel D-Push haben sie nicht. Phoenix ist allerdings eine ziemlich gute Sache, wenn es um AOE-Damage geht. Allerdings Lycan ist trotzdem gegen das Phoenix eine ziemlich gute Sache. Aber sie gehen mit der PA dann doch. Okay. Springt ran, macht den Damage. Ist ein Midgame-Setup. Aber
Weiß nicht. Oh, Zerschmetterling auf dem Phönix, das passt sehr, sehr schön. Weiß nicht. Vielleicht hätte ich einen Liken besser gefunden. Aber halt auch PA kann es vielleicht auch ein bisschen später treiben in Richtung Morphling. Und ein paar Leute in die Luft jagen. Das ist natürlich auch mal ziemlich cool. Darf man natürlich nie missachten. So. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal. Wir haben die Gartenpartei auf der Dire-Seite. Mit Brimmel auf Morphling wahrscheinlich in der Mitte. Lord Regibald und Zed auf der Top-Lane. Sand King, ja, wird halt die übliche Rolle als Support, der am liebsten ganz gerne im Wald sein wird, übernehmen. Zed Carry Silencer. Kerr Bubbly auf der Venture Spirit. Und zu guter Letzt halt Zerschmetterling auf dem Phoenix auf der Offlane. Wunderschöner Name. Sleepy Sephiroth wieder auf dem Titan aus letztem Game. Frühen Ward gestellt. Ein bisschen weiter weg. Von daher, wenn der klassische Sentry Ward hier oder hier hinkommt, dann ist er außerhalb der Reichweite. Ganz gut. Aber es blockt natürlich nicht. Trap übernimmt in der Mitte die Phantom Assassin. Lineup Phantom Assassin gegen Brimmel auf dem Morphling. Ist eigentlich für beide okay. Fretchen 777. Scareth Mage. Erstmal blockt schön in der Mitte. Muss halt Trap ermöglichen, halt irgendwie die Rune zu contesten. Allerdings glaube ich, dass da recht wenig zu contesten ist, um einfach zu viel Distanz, um da reinzugehen. Naja, wir haben 66 auf der Vibe auf der Bottomlane als Safe Lane Farmer und Arco als Nyx Assistant Support. Es sieht aber doch nach einem Silence aus. Okay, Silence in der Mitte gegen die PA. Das ist schon eine Ecke schwieriger für die PA. Ermöglicht es aber auch einem Titan da ein bisschen mehr auf der Top-Lane zu bekommen. Besonders wenn Sand King weg ist, haben sie da doch, weiß nicht, mit einem frühen Morphling und sonst nur eine Venge vielleicht ein bisschen wenig Damage für einen Tide. Das kommt auf die Early Levels an. Ja, Dagger natürlich gepickt. Hier als First Skill für die Phantom Assassin. Kann sie halt nicht wegspringen, aber erstens wohin und zweitens gegen Silencer. Besonders wenn hier Frühpunkte im Curse rauskommen, was es nicht der Fall ist. Aber so, dann ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber ja, Silencer halt in der Mitte, dementsprechend als erstes mal die Glaives geskillt, um gut zu last hinten zu können, ohne das Creep Equilibrium zu stören. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Außerdem bessere Last Hits rauszuholen. Schön auch hier gemacht. Ich glaube, der hätte nicht gesessen ohne die Glaives. Ist hier eine gute Wahl. Ansonsten, die Lanes, wie sieht's aus? Phoenix gegen Skyrath Mates ist eine üble Sache. Hat auch noch nichts geskillt. Muss halt auch noch gucken. Trotzdem sehr viel Harris wird er erstmal burnen müssen. Auf Level 1. Macht Fretchen hier sehr, sehr schön. Auf der Top-Lane, Sephiroth ist jetzt Level 2 schon. Eine schöne Sache. Hält auch tatsächlich den Skill in Krankenstein ein. Okay, jetzt geht er. Ist halt auch zu zweit. Und nicht so, ja. Ist nicht so eine komplizierte Lane für ihn. Außerdem, sie wird hinten gehalten, wird jetzt der Pull kommen. Pull-Through wird vorbereitet. Beide Lanes sehen da sehr wenig aus. Auch Phoenix muss hier ran. Ist tatsächlich schon fast Level 2. Aber jetzt ist halt Fretchen wieder da. Harris zieht ein bisschen aus der Lane raus. Dann, damit ist er quasi out of Tangos und muss sich auf die Salve konzentrieren. Die aber hier genug sein sollte, denn ja, Fretchen macht Burst, aber nicht so weit Burst, dass er da nicht irgendwie zurückgehen kann und botteln kann. Schauen wir uns die Last jetzt an. Haben Morphling oben der Farm zusammen mit der Viper. Sind beide, glaube ich, recht even. Tja, ansonsten hier die Mitte. Wie sieht's da aus? 9 zu 5 gegen 5 zu 1, ja. Zed benimmst du so langsam. Trap hat ja auch schon einiges Damage bekommen. Ja, ist halt keine perfekte Lane für eine PA. Muss ich einfach sagen. Wäre es, glaube ich, die Viper. Ja, weiß ich nicht. Viper Silence ist ein besseres Lineup. Hätten sie vielleicht was tun können. Also ist halt. Viper Silencer ist halt eher so ein Lineup, was, weiß ich nicht, ab Level 6 dann an und dann geht, wo die Viper halt wirklich töten kann. Denn, ja. Last Word verhindert sonst jeden Goer auf die Sache. Und jetzt kommt halt wieder Last Word, genau. Silencer ist ein sehr starker Hero gegen PA, kann sie halt eigentlich nicht so wirklich viel machen. Und, da war der Versuch hier. Okay. Hatte Versuch, den Kurier zu finden, aber der ist knapp dahinter. Tatsächlich aber nur wegen dem Go, der hier gemacht wurde, musste Trap sowieso zurück und hat den Kurier ein bisschen früher geholt. Ist halt ein bisschen bitter, sonst hätten sie tatsächlich den Kurier geholt. Aber schön aggressives Movement von Gartenpartei.
Ja, Phoenix ist out of Regen. Sieht bei Sleafy Sephiroth auf den Tidehunter aus. Hat noch ein bisschen Regen. Allerdings, ja, der Inka Smashes sind auch nicht so ganz erfolgreich. Ist immer noch bei 0-0. Und nur Level 2. Kriegt hier sein Level 3 ganz gut. Phoenix ist aber schon Level 3. Hat tatsächlich jetzt hier mehr rausbekommen. Die Pull-Throughs waren halt von Gartenpartei erfolgreicher. Das Midlineup wird, glaube ich, ab jetzt nur noch schwieriger. Trap kriegt halt den Harris raus, kann aber immerhin immer so ein bisschen mit dem Dagger farmen, natürlich. Ja, Erko eigentlich nur noch im Jungle. Auch schon Level 3. Aber, tja, Lord Regibald macht das selber allerdings erst Level 1. Weil die hauptsächlich die Creep Waves denied und kaum Erfahrung rausgeholt, außer halt aus diesem einen Camp hier. Beziehungsweise hat das gestackt und kriegt deshalb nicht mehr das Camp down. 29 Last jetzt auf dem Morphling und die Viper nur 18. Holy Crap, okay. Primmel farmt jedoch sehr viel besser als gerade Last Refraction. Obwohl im letzten Game halt 66 doch im Farm eigentlich gar nicht so weit hinten lag. Weiß nicht, obwohl Phoenix da eigentlich nichts weggenommen hat, nichts denied hat. Ist hier doch Last Refraction Carries wesentlich weiter hinten als die von der Gartenpartei. Überrascht mich. Aber gut. Musste vielleicht auch ein paar unterm Tower machen. Wobei die Gartenpartei da nicht das Problem hatte mit dem Tower. Und die Lane halt sehr gut unter Kontrolle hat. Welcher unten jetzt der Dive? Nein. Nur ein paar Ops hinterher schießen. Um ihn halt ein bisschen außerhalb der Erfahrungsreichweite zu halten. Aber so lange wird das auch nicht funktionieren. Immer noch kein First Blood nach 5 Minuten. Ja, auf Titan ist es doch eher schwierig. Dafür müsste halt auch Sand King kommen. Und Sand King hat halt wenig. Außerdem würde er nicht so gerne kommen. In der Mitte liegt es halt hauptsächlich an Overextensions. Da sollten sich eigentlich beide harassen können, aber nicht killen können. Besonders halt mit der Bottle of the PA. Hat sie doch jetzt da bessere Chancen. Könnte vielleicht nochmal ein bisschen anspringen, wenn sie den Harris sowieso bekommt. Aber farmt halt lieber. Ist halt auch eine bessere Sache jetzt, aber ist die Möglichkeit mit dem Kude gerade doch vielleicht ein paar Ghosts zu machen. Aber nein, erstmal nicht. Sehr defensiv hier. Keine Ghost versucht, denn hey, wie gesagt, die Mitte ist halt so eine Sache. Wenn da niemand auf Extended stirbt, da niemand. Und ich glaube, PA ist da glücklicher mit dem Nichtsterben als Silencer. Kann er da doch eher snowballen als der Silencer. Würde ich jetzt mal so annehmen. Schönes Dex hier, oder auch nicht. Schade, ein bisschen zu früh, aber PA wird angegangen. Da kommt der Stun, da kommt der Verlaufstun. Und das ist eine tote PA. Ja, also versucht ein bisschen wegzukommen. Ah, oh, letzte Dodge nicht geschafft. First Blood für Zed in der Mitte. War jetzt keine Overextensions, aber schöne Rotation zur richtigen Zeit am richtigen Ort von Gartenpartei. Badum. Tja, Float Regebad auch ganz praktisch. Hat jetzt ein Level 3. Kann jetzt halt anfangen mit dem Level 2 Sandstorm Creep Games zu clearen. Und ja, ist auf dem Weg zum Blinkdagger. Wie sieht's mit Stacks aus? Keine. Das ist natürlich ein bisschen bitter, hätten sie vielleicht, dadurch, dass sie hier wirklich nichts zum Titan bekommen und Primmel farmt ohne Ende, weiß nicht, hätte ich glauben können, dass sie Kirby, Bubbly da vielleicht rotieren kann. Erstmal aber rotiert in die Mitte. Der Schmetterling ist jetzt hier, schneller Kill, aber wird vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Firespills kann er nicht absetzen und da kommt der Kill zurück. Von daher 1:1. Das Problem ist halt nur, dass die PA ja den Kill bekommen hat. Und das ist halt so eine Sache. Phoenix hat den Kill bekommen, ist schön für ihn. Aber PA wurde jetzt hier ein bisschen gefeedet dadurch. Keine gute Sache. Aber, was ich eben sagen war, Venture Spirit hätte, hätte hier sterben können, ja. Hätten sie hier gesehen, dass da niemand wäre. Aber hätte hier definitiv eigentlich ein bisschen für den Sand King stacken können. Einfach den ersten Camp hier, dann zack. Double Stack hat einfach zweimal gemacht. Und das wären halt schon irgendwie 2 Minuten früher der Blinkdagger für den Sand King. Aber, nächster. Last Reflection gucken sie sich mal an, okay. Wie sieht denn der gegnerische Dschungel aus? Oh ja, ist doch schön. Keine Stacks. Das wäre jetzt die Möglichkeit, die schön abzufarmen. Von daher. Besser, dass sie hier keine haben. Versuchen den Sand King zu finden. Der stackt aber jetzt erstmal. Und mit der Ward sehen sie halt auch, okay. Die sind da alle. Sand King macht's quasi greedy. Versucht unbedingt noch den Stack zu bekommen. Kriegt die aber nicht. Und versucht da abzuhauen. Wird es aber nicht schaffen. Blink ist da. Sentries sind auch da. Und das ist ein schneller Kill. Schön gemacht von GP, aber schön gemacht von Last Refraction, aber halt auch super greedy von Gartenpartei und
ist es Lord Regibald, hat eben selber Schuld. Wurde schön gesnackt von Silencer. Mit dem Ward oben haben sie halt. Sind sie halt super gut dabei und können eigentlich nicht überrascht werden. Phoenix mit der Invis-Rune. Ist immer ein Level 5, hat einiges in Damage. Kann er die PA eigentlich nicht da halten. Das ist halt so die Sache. Halt keine Control so richtig. Dementsprechend kommt hier Ventures Bild ran. Und mal schauen, ob sie hier in der Mitte was machen können. Wird allerdings noch ein bisschen warten müssen. Oh, und die böse Sentry direkt gesetzt. Und direkt kommen hier Kills raus. Und ja, der Schmetterling. Oh, hat sich tatsächlich nicht gezeigt. Und dadurch kommt er weg. Ist die Sentry war zwar da, aber irgendwie hatten es Last Reflection hier verkackt, beziehungsweise vermisst, hier tatsächlich den Go zu machen. Und bezahlen ja tatsächlich mit dem Support da. Das ist so angefasst, hatte ich glaube so ein 2 coole Gras und trotzdem kein Kill. Schöne Rotations für eine Gartenpartei schon, aber halt auch Last Reflection ein bisschen geschlafen. Wäre mehr möglich gewesen. Ich glaube, der Stun war auch nicht direkt da und Dinge sind halt passiert. Ja. Kann man nichts machen. Und somit aber trotzdem 2 zu 3 nach 9 Minuten 30. Schauen wir uns mal an, wie even das hier wirklich ist. Ja, Gartenpartei holt halt ein bisschen mehr raus. Und zum einen Jungler, zum einen Farm Morphling halt besser. Ja, trotzdem Sandking. Sitzi gestorben, hat 1000 Gold und keine Stacks. Ja, ist halt bitter. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen für den Blinkdigger brauchen müssen. Aber es ist auch nicht wirklich so, dass sie den jetzt unbedingt gerade brauchen. Und Sand King blinkt, Digga. Ist halt schön, aber brauchen sie gerade nicht. Die Laterne Level 6 mit der Ravage. Auch außerdem 1300 Gold. Hat auch einiges. Mal schauen, wie auf Mana Boots geht oder direkt im Blink. Das Problem ist halt, Nyx Assassin Level 5 jetzt geworden mit der Bounty Rune. Das ist halt so eine Sache. Nyx kann halt nichts tun hier. Kann er zusammen mit Scarif Mage mit rumgehen, hat aber nur einen Stun. Und das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, 10 Minuten, wo du halt auf der Offlane mit dem Nyx halt schon jetzt eigentlich nur in den Wald gehst mit Sandking. Halt Sandking für Sandking wäre es halt unmöglich zu farmen. Er würde niemals einen Blink der bekommen. Nyx wäre halt komplett nur im Jungle unterwegs. Und das wäre eine richtig, richtig, richtig gute Möglichkeit hier, Gartenpartei rauszuhalten. Dementsprechend halte ich es immer noch für eine richtig, naja, eine schlechte Möglichkeit halt hier, den Nyx tatsächlich auf die, ja, als Supporter zu schicken, hätten sie vielleicht einen Core draus machen müssen. Denn dann ist halt wieder so wie ein Bounty Hunter, der hält halt komplett den Sand King einmal raus. War das Problem halt mit dem Titan First Pick, aber ich weiß es nicht. Vielleicht hätten sie sogar lieber Titan Hunter Support spielen sollen. Ist halt auch eine schlechte Sache, aber ich glaube, der Nyx hätte halt so viel mehr Impact haben können, wenn sie mit dem ein bisschen was anderes hätten anfangen können. Naja, aber Last Reflection. Ist jetzt nicht so, als ob sie da hinten sind. Ein bisschen natürlich zu hinten. Außerdem wird Morphling langsam out of control kommen. Aber sind auch gut im Spiel drin. Haben eine PA, die auch, ja, nicht schlecht gefeedet ist. Jetzt 2-1. Aber das Problem sind halt die Last Hits. Hat die Mitte halt absolut nicht gewinnen können. Oder überhaupt irgendwie klarzukommen. Immerhin nur 2-1. Gut, gegen Silencer auch so eine Sache. Tja, aber sind halt noch nicht raus. Sind hinten. Das stimmt schon. Sie haben doch im Late-Game keine Chance. Muss man so zu sagen. Keine Chance ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt Morphling. Morphling, Epicenter und ein Silencer ist halt schwierige Zeiten für Last Reflection im Late-Game. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Gartenpartei irgendwas anderes tun kann, als hier im Late-Game zu kommen. Denn Last Reflection mit dem Nyx, mit der Ravage, mit einer PA und einer Viper können ja durchaus sehr, sehr lange aushalten und sind sehr, sehr scary Midgame Lineup. Schöner Ward hier erstmal von Last Reflection. Sonst wäre auch hier gewardet worden. Aber auch schöner Sentry, der hat irgendwie genau die üblichen Wardspots hier abdeckt. Weiter oben würde die Rune nicht sehen. Von daher, schöner Ward gesetzt. Halt auch hier. Und so weiter und so fort. Der Bottom Tower ist jetzt auch down. Last Reflection holt sich ein paar Tower hier. Ist jetzt, ja, ein Tower voraus. Und mal schauen, ob sie das Ding halt weiterziehen. Ob sie jetzt zum Top Tower noch gehen, solange sie nicht fighten können. Boah, blinkt der auf Titan hat tatsächlich. Er hat jetzt hier halt mit den Ancients schon einigen Space bekommen. Und 13 Minuten Blinkdagger für einen Titaner. Level 7.
Es ist nicht schlecht. Ist definitiv nicht schlecht. Auch gar kein Mal gestorben auf dieser Top-Lane, die doch mit Doppelstun und Morphling gar nicht so einfach war. Aber dadurch, dass bisher Sand King eigentlich keinen Impact hatte, war das noch okay. Aber das wird sich jetzt ändern. Wir haben 2200 Gold mit diesem Creep hier und dann wird das der Blinkdagger. Und dann wird es zurück zum Ball gehen und dann vielleicht ein bisschen Action geben. Sand King ist auf jeden Fall bereit. Phoenix hat das Mech fast. Und 2900 Gold, also noch lange nicht. Viper hat allerdings den Mecha fertig. Mal schauen, wie das Gartenpartei spielen wollen. Sie könnten groupen. Könnten Pickoffs, ja, mit Sand King und Vengeful Spirits ist die Möglichkeit, jetzt die Pickoffs zu holen. Mit Sand King haben sie die Initiator und hat auch einen schönen Ganker. Mal schauen, ob sie was finden. Last Reflection werden aber wahrscheinlich bald auf die Toplane gehen und einfach den nächsten Tower pushen. Denn das haben sie jetzt eigentlich gesehen, dass es funktioniert. Und da gehe ich jetzt mal auch oft davon aus, dass sie jetzt hier damit weitermachen werden. Wenn jetzt hier smoken. Und schauen, was sie finden. Apropos smoken. Wir haben die Gartenpartei, die... Tja, die Viper auf der Bottomlane bekommen und sie quasi jetzt gekillt haben. Ja. Jetzt haben wir gekillt. Epicenter sogar dafür benutzt. Links da ein easy kill. Nein, zu früh. Oh, das ist bitter. Epicenter, ja gut, okay. Wäre so oder so jetzt draußen gewesen. Von daher erstmal nichts. Die Rotations kommen jetzt hier rein von Last Infection. Von daher sollte Gartenpartei hier rausgehen. Wissen sie aber nicht. Und da kommt der Go hier direkt rein. Blink Ravage ist vorhanden. Oh, und Global Silence kommt rein. Zu spät hier. Aber trotzdem, 1:1 bisher. Und jetzt kommt die Ravage raus. Nur noch Zed finden sie, aber so ein Silencer zu finden ist auch schon sehr schmackhaft. Und da holt sich die PADNA, falsch rum gemacht, egal. Versucht zu Roshan zu kommen, aber schafft es nicht ganz. Anchor Smash von EP Zephyros holt sich den Kill. Und immerhin damit 2:2 getradet. Allerdings hätte das wesentlich katastrophaler ausgehen können von Gartenpartei. Wenn Sleepy Zephyros hier nicht gewartet hätte und genau den einzigen Fehler hätte machen können, den er hätte tun können, nämlich zu warten, bis der Global Silence kommt. Sie haben den Go gemacht ohne die Ravage und das. Ja, damit haben sie jetzt mit wahrscheinlich zwei weniger Kills bezahlt, als hätten sie hätten finden können. Also ob Morphling da war, habe ich jetzt. Ich glaube, er war da. Hätten ihn vielleicht sogar bekommen können und das wäre eine große Sache gewesen für Last Reflection hier. Hat jetzt der Nickens nach 16 Minuten. Ganz schön guter Farm. Und naja, auch Nyx Assassin hat halt jetzt. Die Invis und wird vielleicht demnächst mal gucken, ob er halt irgendwas findet. Noch sind eigentlich keine Sentries draußen. Außer diese hier, die sie noch nicht dewarden konnten. Müssen wir mal gucken. Eine Minute noch, dass wir halt bald mal dahin gehen und die dewarden. Allerdings ist es halt auch keine einfache Sentry zu dewarden. Wenn die PA hier mal hin ist und eine Rotation halt auch mal schnell vorbeikommen könnte. So. Deward auf der Seite von Vengeful Spirit und wahrscheinlich auf der anderen Seite wird sie jetzt auch hier schnell hinrennen. Mit einer Haste Rune ist es doch sehr einfach, hier die Zero One. Ja, sie. Na, haben keine Vision da drauf. Haben sie tatsächlich nicht gesehen. Das ist sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass sie da ist. Das ist auch schon mal sehr viel Information, dass der Observer Ward da steht. Aber sie werden ihn wohl mit dieser Sentry Ward. Sagte er nicht, die Warden können und zack. Oder? Ah, sieht sie auch nicht. Na gut. Werden sie wohl nicht die Warden können. Last Reflection werden wahrscheinlich auf Ravage warten und dann vielleicht den Top Tower goen. Wäre zumindest eine sinnvolle Aktion zu tun. Denn irgendwas sollten sie tun. Allerdings Top Tower tun, ja, Viper. Ist halt jetzt ein kleines Problem. Und jetzt kommt das Epicenter hier durch. Und schöner Swap aus dem Epicenter raus. Aber es hilft nichts. Viper geht da down. Und sogar Supernova benutzt. Alle Ultis raus. Und jetzt können Last Reflection auf jeden Fall den Tower holen. Ist die Frage, ob es Viper gegen Tower wert war. Das ist die Frage. Aber eigentlich schon, ja. Auf jeden Fall, Last Reflection haben jetzt die Möglichkeit, den Top Tower zu gehen. Sobald die Viper wieder da ist, ist es ein Easy Tower, vielleicht sogar mehr. Sollten sie auf jeden Fall nutzen. Wenn nicht, ist es eine richtig große verschenkte Gelegenheit und eine Möglichkeit, Gartenpartei hat, einfach so die Kills zu holen. Einfach so Kill holen, alles draufwerfen und zurückziehen. Wenn Last Reflection halt nichts rausholt, dann ist es ihre Schuld. Scheint zumindest so hier die Idee zu sein. Go. Ja. Pause ist bald zu Ende.
Und dann wird es wahrscheinlich gleich weitergehen. Mal schauen, ob Brimmels Lecks gleich vorbei sind. Go, go. Go, go, go. Wait, please. Nope. Na gut. Sex. Wait. What? Was? Achso, Sekunde. Okay. 6 Sekunden. Oder sowas. Tja, Grafenzeit. Grafenzeit. Irgendwo da. Wie sieht's hier aus? Ja, bei 2K Unterschied wahrscheinlich. Gartenpeil sind XP noch ein bisschen weit vorne. Haben wir die Kills bekommen? Oh, Brimmel hat natürlich einen Replicate. Und tschüss. Schöner Stun, aber halt nicht weit genug. Mit den 0,6 Stun-Sekunden kriegt man leider nicht Animation für den Stun raus. Vielleicht dann mit Ancient Seal und Astral Flare wäre es möglich gewesen. Ja. Astral Seal und Mystic Flare? Ancient Seal doch. Ancient Astral. Ja. Tatsächlich, das hat man es ja Astral. Also ja, ein Ancient Seal. Immer Astral Flare. Aber es ist Ancient Seal und Mystic Flare. Zungenbrecher. Tja, Trap wird ihn jetzt halt einfach gehauen natürlich. Aber muss halt sich jetzt sehr weit zurückgehen. Ah, Ravage gerade fast rausbekommen. Aber hier ist das komplette Team von Last Reflection und Zed hat jetzt ein größeres Problem. Wird nämlich wahrscheinlich gleich die Ravage ziehen. Jetzt nämlich. Oh, und laut Regelwald kommt er gerade so raus. Hat aber keinen Mana, um das Ganze zu hören. Und Zed geht hier down. Kriegen nicht mehr, aber für eine Ravage. Und ich glaube, Sinister rausgebaitet ist schon sehr gut, was sie hier rausbekommen haben. Supernova auch nicht on cooldown. Immerhin etwas. Trotzdem hätte ich gedacht, dass sie vielleicht einen Top-Tower-Gon hätten müssen. Haben jetzt hier Zed bekommen. Das ist schön. Wichtiger Kill. Aber weiß ich nicht. Hätten mehr daraus machen können. Wir hätten halt die ganze Zeit. Gartenpartei hat halt nichts mehr, wenn sie Epi, Supernova und Global Science raus haben. Und das sollten sie definitiv mehr nutzen als hier so ein Return-Kill auf den Silencer. Der ist mir nicht das große Problem ist. Sie haben halt einen Morphling. Und Morphling wird fett. 130 Last Hits. An Net Worth sieht es soweit aus, wie es halt aussieht. Viper hat tatsächlich echt wenig Net Worth, okay. Dafür ist sie mehr CS hat als die PA, aber natürlich in Hits sieht das ein bisschen besser aus. Viper 0-2 bisher wurde immer initiated. Sie haben immer ein bisschen was rausbekommen. Auch wenn es nur alle Ultis waren, was tatsächlich einiges wert ist für die Gartenpartei gerade. Aber, naja, mit 0-2 hat man nicht viel Net Worth. BKB auf PA, was doch einen großen Unterschied macht. Um zumindest, weiß ich nicht, vielleicht hier die Supernova zu unterbrechen oder halt auch einfach im Morphling drin bleiben und die Stunts zu evaden. Auf jeden Fall ein wichtiges Item für PA. Und damit, weiß ich nicht, Ravage immer noch 60 Sekunden. Gartenpartei sind halt jetzt diejenigen, die die Ultis haben. Und vielleicht demnächst hier ein bisschen stumpf machen wollen. Andererseits sind auch diejenigen, die hier keinen Vorteil daran zu haben, wenn sie das Spiel früh gewinnen, weil, naja, es ist ein Late-Game-Lineup. Sie haben einen Morphling. Und sie haben ein Epicenter. Ich sage nicht Sandking, nein, sie haben ein Epicenter. Weil später, gut, Bruce Jack ist schon ein bisschen was wert, aber Epicenter ist halt die Hauptsache. Und ja, sie haben einen Carry Silencer, der auf dem Weg zum Agas ist und das Ding in 900 Gold haben wird. Und Agas ist auch so eine Sache. Mana-weise sieht es nämlich nicht so gut aus, besonders Nyx Assassin und besonders PA haben nämlich danach gar keinen Mana mehr. Und noch Titan da. Ja gut, ist noch nicht am Weg zum Refresher, aber noch einiges. Tja, trotzdem Last Reflection sehr defensiv, obwohl sie so ein bisschen im Zugzwang sind. Denn, naja, sie müssen irgendwas tun. Ein bisschen ziellos. Werden jetzt wahrscheinlich den Bottom T2 Tower angehen. Einfach 5 Leute zusammen und zu 5 den Tower pushen. Aber der Ward steht da. Und easy die Wards. Finden sogar noch den Sentry damit dazu. Kriegt hier aber direkt ein Fast-Build ab. Ja. Phoenix ist auch schon ganz gut im D-Push. Die Fast-Builds machen da einiges. Sentry Ward gefunden. Und dann schauen wir, wie es aussieht. Morphling hat keine Elo. Hat auch kein TP. Sollte sich jetzt vielleicht mal ein bisschen anstrengen. Last Reflection haben es wahrscheinlich wieder nicht gesehen, sonst hätten sie noch mehr Go gemacht. Aber naja. Tidehunter hofft auf einen Re-Engage, aber den wird er nicht gefunden, denn es ist halt nun mal ein Global Silence.
Kein Agamemnon, oder? Ist das Agamemnon, was da kommt? Das ist das Agamemnon, was da kommt. Das werden sie definitiv davon warten. Agamemnon ist jetzt auf Silencer. Und da wird er jetzt gleich die Go kommen. Allerdings, Morphling wird gesehen. Und, ach, zu spät. Zu spät, kein Astro Seal. Und jetzt kommt tatsächlich der Silence. Lord Regenbite geht hier rein, direkt freshen, fast down. Mecha wird gezündet. Sehr schön, aber der Fight doch ist ziemlich gut. 4 auf der Seite, um die Supernova rum. Trap wird gestunt. Aber Silence ist wohl down. 3 sind down. Ravage wird jetzt benutzt, defensiv, um wegzukommen. Ich glaube, der wäre auch sonst weggegangen. Desaster für Last Reflection, die hier einfach gecleant werden. Und wahrscheinlich die PA könnten sie auch noch bekommen. Allerdings ist es sehr schwierig, da hinterher zu kommen. Außerdem wissen sie nicht genau, wo sie hergekommen sind. Aber 0 zu 4. Richtig großer Fight. Und da konnten sie gegen das Sunset einfach nicht machen. Titaner muss sie nicht jäten. Und da wäre es eigentlich besser gewesen für Last Reflection, wenn sie halt einfach den Go gemacht haben. Einfach diven. Einfach, okay, wir müssen die Ravage irgendwie rausbekommen. Und dafür einen Kill bekommen. Ansonsten haben sie halt gar keine Chance dagegen. Sandkin kam halt rein, Epicenter gezündet, alles perfekt. Stand mir nicht so ganz zustande wie AEP im letzten Game. Wenn sie ganz beisammen gestanden hätten, dann wäre das noch viel schlimmer ausgegangen. Aber halt auch so haben sie recht wenig, um da reinzugehen. Allein schon noch nur Epicenter und mitten im Epicenter die Supernova. Ist halt schon schwierig, irgendwie die Supernova aufzuhalten. Last Reflection, bisschen auf den Hinterfuß. Morphling wird nur fetter. 3-0 mit 160, 170 Last Hits. Ist auf dem Weg zum Scuddy und hast es schon fast. Sehr wenige Utility-Items hier. Einfach nur Lincolns, direkt danach. Bei der Ultimate Orbs, die hier rausgeflogen wird, immer noch kein TP. Weil TP ist ein doofes Item. Oder so. Said no one ever, aber gut. Kommt das TP mit? Ja, es scheint so. Ja. TP ist auch mal mit 5 offen. Auch ganz spannend. Aber es wird sich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Das ist halt immer eine Sache. Beide Teams haben große Cooldowns. Von daher wird jetzt erstmal die nächste Zeit nichts passieren. Wir haben halt jetzt einen XP und einen Goldunterschied, der sehr weit in Favor auf Gartenpartei ist. Aber halt auch noch Epicenter ist jetzt wieder ready. Ravage ist in 25 wieder ready. Naja, werden wir vielleicht bald sehen, dass die Teams das machen. Die Frage ist halt, Last Reflection haben wir jetzt gesehen, okay, irgendwie reiben die uns auf, wenn wir nur im Tower stehen. Oder Viper stand halt nicht alleine gut genug vorne. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, einfach Viper hier vorne hinzustellen und dann den Rest zu machen. Aber sie standen halt so weit rum oder hier recht nah dran, sodass halt einfach die Engage hierhin sein konnte und nicht hierhin. Mal schauen, ob sie es hier besser machen wollen. Oder wie es jetzt aussieht. Ob es jetzt vielleicht Gartenpartei sind, die jetzt ein bisschen overextenden und einfach reingehen. Und von Last Reflection gefunden werden oder halt auch nicht. Muss man sehen. Anscheinend wird es ein Trade. Oder zumindest versuchter Trade hier. Morphling hat seinen Replicate draußen. Macht jetzt das Weite halt einfach solo den Tower. Und tatsächlich, Last Reflection müssen sich hier zurückziehen. Trade fehlgeschlagen. Versuchen hier noch den... Oh, ganz knapp. Hätte die Illo da, wenn die Illo gemicrot werden, hätten sie den plötzlichen Tower bekommen. Ja, die Illo ist doch sehr stark. Kriegen sie nicht down. Aber die Illo macht halt auch gar keinen Schaden im Titan, von daher. Dadurch, dass sie nicht gemicrot wird, haben sie gesagt, okay, ist uns egal. Hätte vielleicht den Illo auf Nyx schießen können oder sowas, wäre Messer raus geworden. Allerdings, naja. Mal gucken, ob hier der Stack kommt. Nö. Nicht so wirklich. Na gut. Dann stackt der eben nicht. Außerdem hier. Thunderbeast interessiert sich mal wieder nicht für ihn. Sagt mir, hey, ich will lieber meinen Frenzy anmachen. Und dann eben nicht. Slam. Tja. Hier hat sich nichts viel verändert. Last Sitz Morphling ist halt einfach sehr, sehr weit vorne. Scuddy ist fertig, wahrscheinlich danach E-Blade. Tja, so sieht's halt aus. Morphling ist weit vorne. Irgendjemand muss jetzt was machen. Außer rumstehen und farmen. Aber es sieht erstmal nicht so danach aus, dass etwas passieren wird. Dyer's Top Tower ist unter Attack. Schauen wir uns mal an. Das Warding.
sehr aggressiv und sehr schön von Gartenpartei, aber halt auch bis defensiv strategisch gesetzte Wards halt auch, die ein bisschen anders sind als sonst. Und hier den Ward, der eine schöne Vision halt auf die hier sieht, wenn irgendwas von Gartenpartei von unten kommt, aber erstmal in der Mitte. Sehen wir den Gofen dretschen und den easy Kill darauf. Tatsächlich geht hier Trap rein. Oh, und kriegt hier noch gerade so den Esselflare raus, aber Trap ist halt sehr schnell zum Leben. Ist dann 5 reingegangen. Ich weiß nicht, ob er alle gesehen hatte. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube eigentlich mit dem Ward hier hätten sie das eigentlich sehen können und da hat Trap irgendwie sich zu früh entschieden, da reinzugehen, beziehungsweise ja, generell halt falsch entschieden. Glaube ich. Tja. Last Reflection in der Defensive. Ohne Trap, ohne PA wird es schwierig sein, irgendwelche Tower zu halten. Gehen jetzt hier den Mitte Tower. Mal schauen, ob sie High Ground gucken und Buyback forcen oder halt auch ein bisschen Damage nur hauen. Mit Morphling sollte es ja nicht so schwer sein, aber nope. Jetzt mit dem Replicate. Scheint es Rohschirm zu werden. Oder halt mal die Bottom Wave abzuholen. Denn die ist sehr weit rausgepusht. Aber ich glaube, es wird erstmal ein Rohschirm sein. Denn der ist da, der ist nah. Den können wir machen. Allerdings sprimmen wir jetzt hier ein bisschen. Sind weit hinten. Ilo geht auf die Top Lane. Better safe than sorry. Und Rohschirm wird angegangen. Roshan geht sehr schnell down mit der Wave. Es ist natürlich auch so eine Sache. Tja, Roshan geht down. Brimmel kriegt hier noch eine Aegis. Cheese wird noch lange nicht sein. Es ist der erste Roshan für GP. Auch ein bisschen später. Das ist vielleicht ein bisschen spät gezündet worden, ja. Aber kein Nix drin. Auch wenn sie das wahrscheinlich zu spät gesehen hätten. Smoke von Last Reflection kommt da zu spät, aber vielleicht finden sie irgendwas. Brimmels Replicate läuft geradeaus. Das ist natürlich bitter. Und mal schauen, ob sie hier Gone machen wollen. Wenn die Gone machen, werden hier natürlich gesehen und Brimmel hat jetzt alle Zeit der Welt, um einfach wegzugehen. Oder nicht mehr. Und wartet einfach. Re-Engage wäre möglich, aber nimmt lieber den einfachen Weg und die beten mal zurück zum Tower. Keine Risiken eingehen. Auch schön gemacht hier. Replicate kommt jetzt wieder. Holten sich vorher noch die Engines ab. Und dann heißt es für Gartenpartei eventuell den Bottom Tower deffen. Aber das sieht mir nicht nach einem Push aus. Das sind halt nur zu zweit auf der Bottom Lane. Pushes sehen anders aus. Mindestens Space created. Dass die ganzen Heroes von Gartenpartei zusammenstehen mussten. Aber es ist halt nicht viel. Net Worth haben wir jetzt durch und das, ja gut, bei schon auf dem Tower-Vorteil, ja, sind 3 Tower vorne, aber einiges an Net Worth, hat auch einiges auf Morphling, der, so wie es scheint, jetzt mit Igesong wahrscheinlich dann gleich schön auf einen Shotgun gehen wird. Ethereal Blade. Und Deng wahrscheinlich, nein, keine Ahnung. Nach dem E-Blade, glaube ich, ist beliebt sowieso keiner. Ja, bis auf Viper und Titaner sind sie so squishy. Und Viper und Titaner sind jetzt tatsächlich die Helden von Last Reflection, die halt am wenigsten machen. Denn, naja, Titaner macht im Silence nichts und Viper, wow, steht halt ein bisschen rum, ne? Hat Regewalt, ups, hat jetzt hier gesehen, oh shit. Oh, kriegt eine komische Mystic Flare ab, aber na gut. Nyx versucht mal irgendwie hinter ihr herzukommen. Nyx hat jetzt vielleicht eine gute Position, um halt irgendwie das Epicenter zu spotten. Aber nee, will nicht so aggressiv reingehen. Denkt, dass sie Wards haben. Aber haben sie nicht. Auch ein bisschen, dass sie da keine Wards haben. Aber hey, jetzt sehen sie nichts zu essen. Da wäre eben Invis. Sie haben gesehen, dass der Invis wurde. Von daher wissen sie auch, dass Vendetta nicht da ist. Brimmel wird ein bisschen angesplattert von dem ganzen Blut, was da rauskommt. Aber ansonsten wurde den Tower unangekratzt und nichts passiert. 3000, 4000 Gold jetzt. Wird wahrscheinlich auf dem Weg zum E-Blade sein. Erstmal die Gesong kaufen und dann den Rest tun. Eins am anderen. Erstmal die alle Lanes rauspushen. Mitte wird jetzt auch rausgepusht. Brimmel holt sich tatsächlich ein komplettes BKB, ist es. Hm. Schade, ich will Shotgun-Action sehen. Aber gegen Tidehunter und gegen, keine Ahnung, auch gegen den Silence vom Skyrath Mage ist es vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also natürlich ist es keine schlechte Idee. BKB ist eigentlich nie eine schlechte Idee.
Nur manchmal halt ein bisschen zu ungreedy. Zu safe. BKW ist da. Bisher bringt es mir noch nichts ohne TP-Scroll. Aber zum Fighten halt auch da. Morphling zu catchen wird sowieso nicht so schwierig sein. Bisschen Damage auf Trap. Bisschen arg viel Damage. Und kriegt tatsächlich eine Rotation durch. Der nächste Assassin wird es hier. Aber jetzt ist das Replicate da. Jetzt kann er sich demnächst vom Acker machen. So langsam zieht sich der Kreis um Last Reflection ein bisschen zusammen. Man hat hier schön den Kreis hier zusammen gemacht und weiß ich nicht. Brimmel. Neges hält noch. Naja, gar nicht mehr so lange. Ist noch ein bisschen weniger als eine Minute. Von daher weiß ich nicht, ob die Gartenpartei jetzt hier den Go machen will oder nicht. Ob sie jetzt hier irgendwie in der. Sie denken, dass sie dazu gezwungen werden, hier den Go zu machen, einfach um die Aegis zu benutzen. Aber wie es scheint, ist es ihnen das recht egal. Morphling mit dem BKB jetzt sollte sowieso nicht down gehen. Ist auch noch zu null und könnte, so wie es aussieht, tatsächlich das Game hier zu null beenden. Mit dem Shivas für Phoenix. Refresher ist auf dem Weg so langsam. Was kommt da an? Ja, komplett Refresher, okay. Ja, dann wird das jetzt hier das Timing sein. Roshan und Aegis läuft jetzt hier leider aus für den Morphling. Wahrscheinlich vor dem Fight. Ja. Jetzt ist sie raus. Hat er wahrscheinlich auch gemerkt, dass er auf einmal volle Leben hatte. Aber. Naja. Morphling steht an der Frontlinie. Mit dem BKB. Soll den erstmal nichts davon stören. Aber ist ja die Frage. PA jetzt hier drin. Hat einige Damage hier raus und Morphling geht einfach rein. Einfach rein. Noch keine Nötigkeit, einfach das BKB zu zünden. Und. Ja, steht drin. Fightet sich mit Trap zusammen. Aber kann auch einfach morphen und das hat der Rest nicht. BKB immer noch nicht gebraucht. Epicenter auf der anderen Seite der Supernova. Poppt sie down, Viper geht down. GG, well played von Last Reflection. Tja, ein bisschen antiklimatisch natürlich. Denn irgendwie, ja, sind sie einfach nur Highground gegangen. Aber das hat sich ja schon abgezogen. Morphing zu fett geworden. Und gegen Double Club of Silence plus Supernova plus X konnten sie nichts tun. Tidehunter war leider ein bisschen useless. Das war das Problem, hatten halt einen First-Pick Tidehunter gemacht und wussten dann nicht so ganz, was damit anzufangen. Hatten halt den ganz gut, aber Silencer war halt wirklich der perfekte Counter hiergegen und hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Tja, Morphling 4-0-3, Vengeful Spirit 1-0-10. Gute Performances von Gartenpartei. Und obwohl die Last Reflection im letzten Game so gelobt haben und die verdammt gutes Team sind, tatsächlich haben wir gesehen, Gartenpartei. Gut, zugegeben haben Last Reflection auch ein bisschen gedraftet, aber einmal gut und ein schönes Team, was doch wahrscheinlich eine ziemlich gute Chance hat, hier ein bisschen auch wesentlich weiterzukommen. Wir haben jetzt hier Gruppenphase BO8, wo dann noch 8 Teams sind hier remaining. Ich glaube, das nennt man Viertelfinale, so wie es scheint. Glaube ich auch, und zwar Viertelfinale. Ja, Viertelfinalezeit in der ESL Road to Frankfurt, Frankfurt Community Challenge, Qualifier 2. Wer am meisten Punkte in den Qualifiers hat, die besten 20 Teams kommt in die Gruppenphase. Und aus der Gruppenphase die besten 8 in die Playoffs. Und die Playoffs gewinnt jeder 5er Tickets zur ESL One Frankfurt 2015. Gut, danke fürs Zuschauen. Hier geht's gleich im nächsten Game weiter. Gartenpartei gegen irgendwas.